Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Seid alle herzlich gegrüßt. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mein Video zu schauen. Ja, in dieser Woche, wie ihr sehen könnt, gibt es keinen Vlog. Ja, heute geht es um die Pläne hier im Haus. Das heißt, die Renovierungspläne im Haus. Was haben wir uns vorgenommen für 2024? Was möchten wir gerne verändern und weitermachen? Ja, ich habe mir ein Käffchen gemacht, also macht euch auch unbedingt ein Käffchen und, oder ein Tee, was ihr gerne möchtet. Ich denke, so gute 10 Minuten wird das Video dauern, werden wir mal sehen. Und ja, wir haben doch noch einiges zu tun, auch im Garten, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Das würde dann hier den Rahmen sprengen. Deswegen, ja, da gehe ich später nochmal drauf ein oder mache nochmal ein gesondertes Video oder einen Vlog. Und wie gesagt, heute gibt es diese Art von Video und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Auch wenn es kein Vlog ist oder kein Food Haul. Ja, legen wir mal los. Fangen wir jetzt mal hier im Esszimmer an. Ich sitze ja gerade hier im Esszimmer. Da hinten ist ja unser Sunroom. Unser Sunroom ist quasi als einziges Zimmer oder Raum komplett fertig schon geworden. Wir sind ja im November 2022 hier eingezogen, beziehungsweise da haben wir das Haus gekauft und sind im Dezember. Am 5. und 6. Dezember war Umzugstag oder Tage und da sind wir hier hingezogen. Ja, wir haben das Haus gekauft. Es war nicht so ein guter Zustand. Ja, man muss hier einiges in Eigenleistung machen und neu machen. Und daher war es ein bisschen günstiger, aber nur ein bisschen. Genau. Und jetzt nehmen wir uns auch wieder so Raum für Raum vor und verbessern das und ja, machen das so nach unserem Geschmack. Und wir renovieren die Räume so nach unseren Vorstellungen und Wünschen. Genau, fangen wir mal hier im Esszimmer an. Sunroom, wie gesagt, ist schon fertig. Beziehungsweise wir müssen da, das ist ja dieses Sonnendach, das müsste man nochmal irgendwann erneuern. Aber ansonsten ist das okay. Und die Tür müsste man vielleicht nochmal erneuern. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir da jemanden finden. Ist auch nicht ganz so einfach und kostet auch mindestens 2000 Euro. Man muss halt auch gucken auf sein Budget, ob das alles so passt und so weiter. Hier im Essraum haben wir ziemlich schnell renoviert. Gummidichtung von den Fenstern sind erneuert worden, damit nicht so viel Energie sozusagen entweicht und Wärme entweicht. Dann haben wir hier alles in alles gestrichen und hier waren dann so Leisten dran. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo Material finde, wo ich das einblenden kann. Ansonsten könnt ihr auch mal gucken, ich verlinke euch das nochmal, Makeover vom Essraum, wie das vorher aussah. Dann haben wir den Boden abgeschliffen und gestrichen. Genauso so Dielenboden und das Einzige, was wir hier noch verändern müssen oder sollten, ist eine vernünftige Garderobe. Das wünschen wir uns schon länger. Und wir haben ja auch aus diesem Grund erstmal wegen finanziell, dass wir erstmal nur so einen Garderobenständer haben. Da ist aber so, dass der Robby ja hier lang fährt und der dann mal hängen bleibt und auch Macken reinmacht im Boden. Das heißt, den Boden müsste man nochmal streichen an manchen Stellen. Das werden wir auch nochmal machen. Und der Apothekerschrank, der muss auch unbedingt gestrichen werden. Und das wollen wir dann auch jetzt dann im Frühjahr bis Sommer auch erledigt haben. Hier brauchen wir keine Leisten machen, die sind dran. Genauso auch im Sunroom. In der Küche ist das natürlich ein ganz anderes Ding. Das ist, glaube ich, der größte Aufwand überhaupt in der Küche. Da müssen wir überall die Leisten anbringen. Wir wollen dann andere Arbeitsplatten drauf machen. Wir wollen die Schränke von der Küche verbessern oder verschönern. Das wird auch weiß und nicht mehr so braun-dunkel sein. Genau, neue E-Geräte haben wir ja gekauft. Ich möchte das gerne so in so einen Landhausstil, ja, renovieren. Und ich finde das richtig toll. Hier
passen auch die Holzarbeiten sehr gut rein. Und ich liebe es einfach. Viktorianische Zeit, das passt auch irgendwie hier mit rein. Und auch Landhausstil, wie gesagt. Und ich gucke jetzt gerade so mal hin, dann werden die ganzen Rollos abgerissen, weil die bringen da nichts. Also das ist keinerlei Funktion, wir machen sie eh nicht runter. Und die sind auch ganz alt und funktionieren schon nicht mehr und sind auch braun. Und wir wollen aus diesem dunklen Braun ins Hellere gehen und einfach heller Licht, Freundlichkeit. Dann müssen wir überall noch die ganzen Türen abschleifen und streichen und bearbeiten. Das wird auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Küche, wie gesagt, ein paar Regale anbringen und streichen. Und der Boden wird auch noch mal neu gestrichen. Und die Insel, da müssen wir auch mal gucken, dass wir eine neue Arbeitsplatte drauf packen, die auch ein bisschen besser dazu passt. Wie gesagt, Küche wird echt lange dauern. Wir wissen allerdings noch nicht genau, ob wir mit Farbe arbeiten oder ob wir so eine Folie nehmen und einfach nur die Schränke abkleben. Das werden wir sehen. Ja, hat super funktioniert im Sunroom. Da gibt es auch so ein, ich kann auch euch nochmal das Video vom Sunroom, das Makeover, verlinken. Da haben wir einfach nur bei der Säule, da war so ein Wasserrohr. Das haben die einfach so mit Holz verkleidet. Das hier sah auch erstmal soweit okay aus. Aber das war halt komplett braun und passte nicht in den Raum rein. Und dann haben wir das mit Folie, weißer Folie abgeklebt, die so ein bisschen glänzend ist. Und da waren auch keine Luftblasen, gar nichts. Das ließ sich super gut verarbeiten. Deswegen ist das so unser Wunsch, dass wir das vielleicht die Küche auch damit machen können. Weil umso besser kann man die Oberflächen einfach auch abwischen. Dann gehen wir mal weiter. Dann kommt da so ein Vorraum. Ja, da habe ich Waschmaschine und Trockner haben wir da stehen. Und da ist noch eine Gästetoilette. Das heben wir uns ganz zum Schluss, bis zum Schluss auf, weil da wissen wir auch noch nicht genau, was wir da machen wollen. Also wir werden auf jeden Fall streichen, werden auch die Schränke heller gestalten und ja, der Boden wird dann auch gestrichen und abgeschliffen. Und in der Gästetoilette werden wir die Paneelen auch abschleifen und neu streichen in einem hellen Grau- oder Weißton, das wissen wir noch nicht. Genau, damit das Bad einfach auch heller wird, weil jetzt momentan ist noch von den Vorgängern so ein dunkles Blauton da als Wandfarbe und das sieht nicht so schön aus. Also wir finden es nicht so schön. Dann sind an der rechten Seite auch die ganzen Rohre, die da so lang gehen und das wurde nicht verkleidet. Da müssten wir eigentlich auch nochmal so eine Verkleidung machen. Ob wir das dies Jahr schaffen, wissen wir nicht. Das sind einfach Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wo wir am Planen sind. Ja, nächstes Projekt wird sein dann, beziehungsweise was man immer machen kann, ist in jedem Raum die Fußleisten anbringen. Wir hatten jetzt leider keine Fußleisten mehr, weil sonst hätten wir direkt schon im Wohnzimmer die Leisten verlegt. Das ist der einzige Raum, wo Beschichtung oder wie soll man sagen, die Verarbeitung noch gut ist von den Dielenböden. Also das ist noch gut versiegelt und sieht sehr gut aus. Deswegen brauchen wir da das nicht machen. Das haben wir auch schon gestrichen und renoviert. Sieht richtig gut aus mit tollen Möbeln nach unserem Geschmack. Wir werden dann einfach nur noch Fußleisten da anbringen und dann sind wir im Wohnzimmer durch. Unsere Sorgenkinder sind die Flure. Die sind sehr groß. Man weiß nicht genau, was soll man da machen. Und ja, also ich bin da auch offen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt und ja, schreibt es ruhig in die Kommentare, was kann man aus so einem Flur machen. Weil momentan haben wir da ein Klavier stehen, wir haben einen Schuhschrank stehen und die Wäsche steht da. Und ich weiß nicht genau, wohin mit der Wäsche. Das ist ziemlich nervig. Genau, da muss auch überall Leisten verlegt werden und gestrichen werden. Der Boden, den haben wir schon bearbeitet dort im Flur. Und natürlich die ganzen Türen, ist ja klar. Und der Thomas mäht gerade einen Rasen. Sorry, wenn es ein bisschen lauter wird. Der Robby fährt auch das erste Mal in diesem Jahr wieder. Also wir müssen jetzt schon sehr früh anfangen. Eigentlich schon hätten wir im Januar anfangen können mit Rasenmähen. So hoch ist er schon. Ja, also in Irland wächst der Rasen weiter im Winter. Der hört nie auf.
Dann kommen wir zu Thomas, sein Badezimmer. Da wird auch nochmal komplett neu gestrichen, weil wir haben leider keine Badezimmerfarbe gekauft. Ja, jetzt wird das dann nochmal neu gestrichen. Und bei Thomas fehlt die Tür. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Das sind so komische Maße, so eng mit den Aufmachen und so, dass wir jetzt im Moment noch keine Lösung irgendwie gefunden haben. Es wäre aber schöner, wenn Thomas dann auch irgendwann eine Tür im Badezimmer bekommt. Das nervt gerade so ein bisschen. Ich muss da immer hingucken. Nee, er sieht mich nie. Das fleißige Bienchen da hinten. Genau, das war so das. Und als erstes Projekt, was wir angehen werden, ist mein Badezimmer. Da triggert mich gerade momentan so ein bisschen, dass die Farbe von dem Boden, wir hatten das alles gestrichen, ist auch Dielenboden. Ja, irgendwann werden wir auch den Dielenboden rausreißen, aber momentan vernünftige Fliesen hin. Genau, die Waschbecken wurden ja vor kurzem erst eingebaut, ich glaube vor einem Monat oder so. Die neuen, und da wurde dann halt so ein bisschen der Boden zerkratzt und das sieht nicht so schön jetzt aus. Und die Wände muss man auch streichen. Ich möchte gerne einen Spiegel wegreißen. Ein Spiegelschrank, den ich jetzt aktuell habe mit so zwei Schiebetüren, der kommt auf jeden Fall weg. Da möchte ich gerne einen ja, sehr modernen Spiegelschrank oder nur einen Spiegel, der beleuchtet ist, haben. Und ich werde den aber weiternehmen. Wahrscheinlich wird er dann gestrichen oder so, dass ich ihn ein bisschen abschleife und dann wird er gestrichen in Weiß oder andere Farbe, Magnolie, weiß ich noch nicht. Quasi als Regal genutzt. Mal gucken. Ja. Dann wird auch in meinem Badezimmer noch ein Regal angebracht an der Wand und ich bekomme ein Rollo, das haben wir schon bestellt und wegen Spiegel muss ich jetzt unbedingt schnell schauen, damit wir bald damit anfangen können. Ja, das war einfach so, die Dusche bleibt ja so erstmal, bis wir das dann vernünftig machen können mit dem Duschschlauch, das ist auch nur so eine Übergangslösung, sag ich mal. Und das müssen wir auch noch vernünftig machen. Aber ansonsten ist mein Bad tippitoppi, ist in Ordnung. Und ja, wir haben dann schon für die Handtücher und für Anziehsachen und so Haken alles schon gekauft. Toilettenhalter, also Klopapierhalter und alles Halterung haben wir alles gekauft. Und da freue ich mich schon sehr drauf, das Badezimmer so zu gestalten, wie ich es gerne möchte. Schlafzimmer brauchen wir eigentlich aktuell nichts machen, außer ich könnte die Fensterbänke mal wieder streichen. Die haben es eigentlich auch bitter nötig, aber das sind so Sachen, ja, ich wäge dann ab, was ist so wichtiger, was ist nicht so wichtig. Also wenn es danach ginge, müsste alles sofort gemacht werden, nach meinem Gefühl, aber das kann man gar nicht schaffen und auch finanziell natürlich nicht. Ansonsten ist mein Schlafzimmer tippitoppi fertig. Und ja, ein Regal müsste man dann nochmal anbringen oder möchte ich gerne haben. Sieht schön aus, so über meinen Schreibtisch. Und ja, oben brauchen wir jetzt noch nicht reden. Das müssen wir dann nach und nach gucken. Da müssen natürlich auch wieder überall Leisten verlegt werden. Wir haben als zwei Räume haben wir fertig. Oben das Hauptbad haben wir fertig. Und Thomas, sein Büro, da müssen auch wieder Leisten verlegt werden. Das, aber sonst wäre es fertig. Und auch das Gästezimmer ist fertig. Also das auch, da müssen nur noch neue Scheiben rein. Das wird hoffentlich im Herbst passieren. Aber wir werden da erstmal beim Kind das machen, die ganzen Scheiben ersetzen. Wir haben auch schon in der Küche eine Scheibe, weil die blind war, ersetzt. Und auch im Wohnzimmer und in meinem Zimmer eine Scheibe ersetzt. So eine große Scheibe. Velux-Fenster, die müssen auch alle ersetzt werden. Aber das konnte er nicht, da müssen wir uns jemand anderes suchen. Das ist eigentlich jetzt so das, was mir jetzt so spontan einfällt, was wir so geplant haben. Erstmal wollen wir unten fertig werden und dann geht es oben weiter, Step by Step. Und ja, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Genau, das sind so unsere Pläne. Und draußen, wie gesagt, würde ich in einen Vlog packen oder ja, in einen separaten Video, wie wir uns das so vorstellen. Ansonsten bin ich super zufrieden, was wir schon alles geschafft haben. Wow, das ging echt ratzifatzi und jetzt wird es Zeit weiterzumachen, bevor die Saison draußen richtig, richtig startet. In diesem Sinne, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst gerne dem Video ein Däumchen da, würde mich mega freuen.
Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und wir reden drüber. Also das würde mich sehr, sehr interessieren, ob ihr vielleicht noch irgendwelche Ideen habt oder so, oder wie ihr was gelöst habt. Da sind wir immer sehr, sehr offen für. Einen schönen guten Tag und einen schönen Abend, wenn ihr das Video abends seht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao, euer Kleeblatt aus Irland. Bye. Tschüss.